Urheberrecht Gregor Fischer das Team der Eisbären Berlin bereitet Köln. Die deutsche Eishockeyliga DEL führt zur neuen Saison zahlreiche Regeländerungen ein. Unter anderem gibt es Neuerungen bei der Ausführung von Penalties und zum Ablauf des Shootouts, zudem wird der Torraum anders aussehen. Der Weltverband IIHF hat in den Regeln für 2018/19 einer Dekasekunde in der nordamerikanischen Profiliga NHL verwendete Torraum-Layout übernommen, diese Maße werden auch in der DEL eingeführt. Der bislang übliche Halbkreis vor dem Tor wird rechts und links abgeschnitten. Der geschützte Bereich der Goalies ist damit nur noch 2,44 statt 3,60 Meter breit. Im Gegenzug erstreckt sich der Torraum 3 cm weiter in das Spielfeld. Das könnte Sie auch interessieren, ich hatte das Gefühl, dass niemand hinter mir steht. Nach einem Foul in einer Breakaway-Situation musste bisher der gefoulte Spieler den daraus resultierenden Penalty selbst ausführen. Ab sofort steht es dem Trainer frei, einen beliebigen Feldspieler zu benennen, der zum 1 gegen 1 antritt. Außerdem stellt beim Shootout zur Ermittlung des Siegers ab der neuen Saison immer das Heimteam den ersten Penalty-Schützen. Es findet kein Münzwurf mehr statt. Mehr auf MSN.